Hallo ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder bei mir reingeschaut habt. Heute mache ich eine Snickers-Schokoladentorte. Ja, die Torte ist sehr lecker. Sie ist ein wenig aufwendig, aber es lohnt sich. Bleibt dabei und schaut es euch an. Ich denke, es wird euch auch gefallen. Ich wünsche euch viel Freude dabei. Für die Schokoladenböden brauchen wir 6 Eigelb und 2 ganze Eier. 200 Gramm Zucker, 2 Päckchen Vanillezucker sind hier mit drin, das sind je 8 Gramm. 2 Esslöffel Backkakao, 120 Gramm Mehl, 120 Gramm Speisestärke, 1 Päckchen Schokoladenpudding, das sind etwa 44 Gramm, und 1 Päckchen Backpulver, das sind 16 Gramm. Den Teig mache ich in der Küchenmaschine. Man kann ihn aber auch mit dem Handmixer machen. Zuerst werde ich die Eiweiß von den Eigelb trennen. Das Eiweiß stelle ich jetzt zur Seite, das brauche ich später. Zu den Eigelb gebe ich jetzt noch die beiden ganzen Eier dazu. Und ich gebe auch schon sofort den gesamten Zucker dazu. Jetzt werde ich das Ganze aufschlagen. Bevor ich jetzt aber anfange mit dem Aufschlagen, werde ich zuerst den Backofen einschalten bei 180 Grad Ober- und Unterhitze und Umluft. Wenn ihr ohne Umluft macht, dann könnt ihr auf 200 Grad einschalten. Den Schneebesen lege ich jetzt zur Seite, den brauche ich jetzt erstmal nicht mehr. Ich lege den hier immer so in die Kuchenform, dann kann er dann auch so weiter ein bisschen abtropfen. Ich werde jetzt diese Mischung, die ich mir hier fertig gemacht habe, einmal durchsieben und zwar gleich hier auf diese Eiermasse rauf und dann immer so nach und nach auch umrühren, nicht alles auf einmal. Umrühren werde ich mit so einem Holzlöffel, man kann aber auch mit dem Schneebesen umrühren. Wichtig ist, dass wir jetzt von unten nach oben rühren, so wie ich das schon mehrmals gezeigt habe bei Biskuitböden, dass diese aufgeschlagene Eimenge sich jetzt nicht so ganz auflöst. Die ist zwar jetzt sowieso nicht so sehr stark aufgeschlagen, weil wir ja nur 2 Eier dazu gegeben haben, ansonsten das Eigelb, aber trotzdem wollen wir jetzt möglichst keine Luft daraus jagen. Und so siebe ich jetzt diese gesamte Mischung immer so nach und nach da rein und rühre die dann vorsichtig unter, bis ich alles durchgesiebt habe. Der Teig ist jetzt fertig. Ich habe jetzt die ganze Menge untergemischt und ich gebe ihn jetzt in meine Kuchenform. Wenn ich den Teig dann in der Kuchenform, in der Tortenform drin habe, stelle ich ihn auch sofort in den vorgeheizten Backofen. So sieht der Boden jetzt aus. Der war bei mir jetzt 35 Minuten drin. Müsst ihr dann bei eurem Backofen schauen. Ich habe hier die Stäbchenprobe gemacht und das Stäbchen muss trocken rauskommen. Bei mir wird er jetzt hier in der Tortenform 10 Minuten stehen und dann löse ich ihn erst raus.
So, jetzt kann ich den Kuchen aus der Form lösen. Ich gehe jetzt mit dem Messer hier am Rand entlang und schneide ganz vorsichtig hier so einmal entlang. Hier ist er noch ein bisschen warm. So sieht er jetzt aus. Das untere Teil nehme ich auch schon mal weg. So. Für den Eiweißboden brauche ich die 6 Eiweiß, 200 Gramm Puderzucker und 80 Gramm gemahlene Haselnüsse. Die Rührschüssel und auch den Schneebesen habe ich mit heißem Wasser und Spülmittel gründlich sauber gewaschen und mache jetzt wieder den Eiweißboden in der Küchenmaschine. Zuerst gebe ich die Eiweiß hinein und auch den Puderzucker. Jetzt werde ich es auf höchster Stufe 10 Minuten schlagen. Jetzt gebe ich die gemahlene Haselnüsse dazu und rühre sie ganz sanft unter mit meinem Lochlöffel. Auch wieder so von unten nach oben, damit sich die Menge gut vermischt. Jetzt teile ich die Masse in zwei Teile und gebe immer eine Hälfte in eine Backform. Das sind wieder 26er Backformen, genau die gleichen Formen, die ich auch für den Teigboden hatte. Wenn ich das soweit verteilt habe auf zwei Teile, streiche ich diese Eiweißmasse so ganz sachte, ganz zart auseinander. Drücke jetzt nicht groß, sondern schiebe es so einfach nur auseinander. Ich stelle jetzt beide Böden gleichzeitig in den Backofen. Den Backofen habe ich bei 100 Grad vorgeheizt und die werden etwa eine Stunde drin sein. In der Zeit kann ich was anderes machen. Der Boden ist inzwischen abgekühlt und ich ziehe jetzt das Backpapier ab. Jetzt schneide ich den Boden zweimal durch, damit ich drei Böden bekomme. Ich habe hier dieses Messer, da stelle ich das so ein und schneide es einfach durch. So sehen die Böden jetzt aus von innen. Schön schokoladig. Jetzt werde ich diesen Boden noch einmal durchschneiden. Ja, ich habe die Böden jetzt in vier Teile geschnitten. Ich hatte eigentlich im Plan in drei Teile zu schneiden, also in drei Böden, aber mir erschienen die noch zu dick. Ich wollte dünnere Böden haben und deshalb habe ich den einen dann nochmal getrennt. Und ich habe jetzt hier einen Boden, der noch ziemlich dick ist. Das ist der obere. Den nehme ich dann als unteren Boden für die Torte, damit die ein bisschen mehr Halt hat, ein bisschen stabiler ist. Und die anderen drei, die sind dann recht dünne Böden. Die werden dann dazwischen sein, das sieht man ja. Die sind ganz dünn, die sind wahrscheinlich so 1 bis 1,5 cm dick. Die Eiweißböden sind jetzt auch fertig und ich werde sie aus der Form lösen. Dafür gehe ich auch mit dem Messer so am Rand entlang und schneide sie eben aus der Form raus. Jetzt lege ich sie auf ein feuchtes Tuch, der zweite liegt schon darunter, und lege noch ein weiteres feuchtes Tuch oben drüber. Für die Creme brauchen wir 250 Gramm Butter und eine Dose gekochte, gezuckerte Kondensmilch. Das sind etwa 400 Gramm. Die Butter werde ich jetzt mit dem Mixer auf hoher Stufe schlagen, bis sie ganz hell wird. Bei mir waren das jetzt 3 Minuten, bis sie so sichtbar heller geworden ist. Jetzt gebe ich diese gezuckerte Kondensmilch, so sieht die aus von innen. Die gebe ich jetzt hier einfach dazu. Nun auf hoher Stufe einmal durchschlagen, bis eine schöne einheitliche Creme entsteht. Jetzt beginne ich, die Torte zu schichten. Zuerst gebe ich unten am Boden auf der Platte, wo ich sie später auch servieren möchte, ein wenig Creme drauf.
Hier gebe ich jetzt den ersten Boden drauf. Den dickeren, ja? Drücke ihn so ein bisschen fest und tränke ihn ein wenig mit einem süßen Getränk. Ich habe jetzt hier Kikos. Man kann aber auch eine andere Limonade nehmen oder Kaffee nehmen oder ein Sirup sich kochen mit Wasser und mit Zucker. Also ich nehme immer gern Kikos, weil uns schmeckt das so einfach am besten mit diesem Getränk. Und da befeuchte ich jetzt in erster Linie die Ränder, damit die nicht so trocken bleiben und schön durchgezogen und auch die Creme gut aufnehmen. Wenn der Boden so ein bisschen feuchter ist, dann nimmt er auch die Creme besser auf. In der Mitte gebe ich nur ein klein bisschen drauf, weil ich möchte nicht, dass der untere Boden so sehr stark durchweicht. Jetzt gebe ich Creme drauf. Den Eiweißboden drehe ich einmal um und ziehe vorsichtig das Papier ab. Dann lege ich ihn direkt auf die Creme. Um ihn ein wenig festzudrücken, lege ich das Papier wieder drauf und drücke ihn ein wenig fest. Jetzt gebe ich eine Cremeschicht drüber. Jetzt kommt einer von den dünnen Schokoladenböden drauf. Und normalerweise muss man ihn auch sofort tränken, aber ich habe hier mit der Creme begonnen und tränke ihn nachträglich. Jetzt verstreiche ich die Creme gleichmäßig und gebe den nächsten Schokoladenboden drauf. Es kommen zwei Schokoladenböden hintereinander und wieder Creme. Dann der Eiweißboden und wieder Creme. Ganz zum Schluss kommt der letzte Schokoladenboden und der wird auch getränkt und anschließend mit Creme bestrichen. So, der Kuchen ist jetzt soweit fertig. Ich werde ihn jetzt mit Folie umwickeln. So stelle ich ihn jetzt in den Kühlschrank bis morgen. Der muss jetzt über Nacht so durchziehen und morgen geht es dann weiter. Jetzt mache ich mir noch die Creme fertig, die ich brauche, um die Torte von außen damit zu umgeben. Dafür habe ich mir 200 ml Schlagsahne warm gemacht. Die darf nicht kochen, nur warm. Und ich nehme 200 Gramm Zartbitterschokolade. Die gebe ich hier zu der Schlagsahne. Jetzt lasse ich das so ein bisschen liegen, bis sich die Schokolade beginnt aufzulösen in der warmen Schlagsahne. Jetzt rühre ich so ein bisschen um und ich sehe, die Schokolade beginnt bereits sich aufzulösen. Jetzt rühre ich so weiter, bis die komplette Schokolade aufgelöst ist. So, jetzt ist es schon fast fertig. Jetzt muss die Creme nur noch abkühlen und dann geht es weiter. Weil die Sahne ist jetzt sehr warm gewesen und die Creme ist jetzt natürlich warm. Die Schokolade mit der Sahne am besten bei Zimmertemperatur abkühlen lassen. Ich wollte es hier schneller haben und habe sie in den Kühlschrank gestellt. Daraufhin ist sie mir zu fest geworden und ich bin dann nochmal mit dem Mixer dran gegangen und habe sie mit dem Mixer noch durchgemixt. Dann war sie einigermaßen gut und konnte verarbeitet werden. Einige Snickers-Riegel schneide ich jetzt so in kleine Stückchen, um die Torte nachher damit zu dekorieren. Da ist es euch überlassen, wie ihr das macht, ob ganz fein oder ein bisschen gröber. Ich wollte es gern so ein bisschen gröber haben und habe es dann einfach mit dem Messer so klein geschnitten. Die Torte ist jetzt fertig zum Weiterverarbeiten. Ich packe sie jetzt aus und werde die Creme drauf geben. Zum Schluss gebe ich noch die Snickerstückchen an den Rand und dann ist die Torte auch fertig. Sie kann auch sofort angeschnitten werden und man kann sie dann auch sofort genießen. Die Torte schmeckt sehr gut. Wir sind sehr begeistert von dieser Torte.
die empfehle ich euch von ganzem Herzen nachzumachen. Dieser Geschmack ist einfach unwiderstehlich lecker. Nüsse und Schokolade und diese knusprige Eiweißböden dazwischen. Also wirklich, die ist wirklich sehr, sehr, sehr köstlich. Ja, und von euch werde ich mich an dieser Stelle verabschieden. Ich danke euch, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt auch weiterhin dabei. Und ich sage euch bis zum nächsten Mal.